Hallo, grüß euch. Noch einmal, ich habe gerade gesehen, ich verliere Abonnenten. Das überrascht mich zum Teil, manchmal aber auch nicht. Seht ihr, das ist nämlich das Interessante daran. Wenn ich sage, bringe alles in die Kristallenergie, du kannst das nämlich tun. Mit allem, was dich auch immer angeht, du kannst es zunächst einmal in die Kristallenergie bringen. Wenn du irgendwas vorhast, irgendetwas planst, gegen etwas ansiehst, irgendwelche Belastungen hast, was auch immer, bringe diese Angelegenheit sofort in die Kristallenergie. Was glaubt ihr, was ein sogenanntes Engelwesen macht oder was heißt ein sogenanntes, ein Engelwesen macht oder was ein höherer Geist macht, was dein höchstes Selbst macht, was dein Dual macht? Es bringt alles in die Kristallenergie. Auf der Stelle. Da gibt es kein Diskutieren mehr und kein Debattieren mehr und kein Abwägen. Ja, aber was ist denn hier und was ist denn da und was ist, wenn das doch gut ist? Entschuldige bitte mal, ich bin, was das angeht, absolut kompromisslos. Ohne Wenn und Aber. Das geht sofort da rein, und zwar auf der Stelle. Und ich entdecke und ich erkenne auch, dass sich so natürlich mein Leben absolut ausdünnt. Das heißt, viele Sachen, viele Belastungen, alles, was vorher mal ein Riesenthema war, ist auf einmal keins mehr. Auch wenn ich früher etwas erlebte, was eben nicht gut war, was einfach auch schmerzhaft war, was auch eklig war, oder meinetwegen auch, wenn ich irgendwas getan habe, was mir gar nicht bewusst war, dass ich jemandem wirklich unfassbar wehgetan habe, dass ich irgendwas getan habe, was jemand anderen wirklich extrem Probleme gemacht hat. Ja, das konnte ich doch nur, weil das Bewusstsein noch nicht so hoch war. Und das geht auch für jeden Menschen. Das geht auch für Menschen, die, sagen wir mal, eine sehr radikale Form des Denkens haben. Sagen wir mal, sie fangen da irgendwie an, NPD-Wähler oder AfD-Wähler oder irgendwelche Rechten oder Linken, so, da gibt es ja diese harten Linken und was weiß ich was alles. Das tun nur Menschen, die ein völliges Unbewusstes selbst für sich selbst haben. Und es ist einfach nicht möglich, Menschen zu hassen, wenn man weiß, das sind alles Menschen, die ihr eigenes Denken noch nicht in die Kristallenergie gebracht haben. Das ist das Glauben für die nicht, warum aber eigentlich nicht. Weil es so einen Spaß macht, auf irgendwelche Menschen zu schimpfen. Weil euch das Drama so lieb ist. Und weil ihr es so fabelhaft findet. Was machen denn Menschen hier mit einem wirklich traditionsfixierten Denken, ganz egal, was es jetzt ist? Sie fühlen sich dafür toll, sie finden sich großartig, sie finden sich in der Idee einfach fabelhaft. Es gibt Menschen, die so diese Idee haben. Jawohl, der Mann ist prima, die Frau ist der letzte Dreck, fabelhaft, der Mann hat alles, der Mann hat Spaß am Leben, alles ist dufte und natürlich ist er der Erste bei Gott, natürlich. Und die Frau, ja, die kann jetzt seinen Dreck aufräumen. Das ist deren Idee. Tja, es tut mir furchtbar leid, das kann ich nicht so ganz teilen und ehrlich gesagt, Verständnis habe ich dafür auch nicht. Und noch etwas. Ich schließe nicht die geringsten Kompromisse. Gar nicht. Auf gar keinen Fall. Weil mich diese Kompromissfähigkeit und diese Kompromissliebe, die ja so einige haben, euch in Teufels Küche bringen. Denn ihr müsstet in der Lage sein, mit allem zu dealen. Ihr müsstet in der Lage sein, mit allem zu handeln. Das könnt ihr selbst aber nur, wenn ihr selber randvoll mit Kristallenergie seid. Das heißt, mit einer sehr, sehr hohen Schwingung seid. Ja, jahrhundertelang haben die Menschen davon geredet, dass Christus das Nonplusultra ist. Und dann kamen dann Bücher hoch. Das heißt, bekomm ein Christusbewusstsein. Ja, aber ein Christusbewusstsein heißt genau das. Bringe alles in Kristallenergie. Darum haben wir ja auch auf weiter oben, auf höheren Sphären, niemand mehr Probleme. Weil nämlich ganz egal, wie unterschiedlich die Standpunkte auch immer sein mögen, dann entfernen die sich da eben von und gehen genau dahin, wo ihr Denken mit dem anderen Denken identisch ist. Und keiner sich mehr in irgendeiner Weise den Kopf hochreden muss oder heiß reden muss. Das ist aber etwas, was so viele Menschen schmerzt. Was ist aber, was so viele Menschen unheimlich ist. Nee, wieso hat denn nicht Professor so und so das und das gesagt und hat denn nicht Professor so und so bewiesen, dass es so ist und hat denn nicht auch die Chemikerin oder hat denn nicht der Professor der Chemie bewiesen, dass das ja alles so und so ist? Was immer die Professoren und was immer die Mediziner, was immer die Wissenschaftler beweisen, sie beweisen den Ablauf der Materie. Ja, tun sie. Ich werde mich mit keinem Professor darüber streiten, ob dessen Forschungen und ob dessen Ergebnisse, Resultate
wohl in irgendeiner Weise richtig oder falsch sind. Das tue ich überhaupt nicht. Er kann behaupten, was er will. Vermutlich hat er recht. Ja, aber damit hat er abgebildet, dass es in der Materie so ist. In der Materie, in der wir alle leben. Und was ist jetzt, wenn wir das ein bisschen umstellen? Wenn wir jetzt sagen, okay, das mag ja alles sein. In dem und dem Bewusstsein hält das, was sie alle da beweisen wollen und was sie für bewiesen halten, ja auch stand. Und was immer sie finden, sie werden einen Grund dafür finden. Ja, das ist in Ordnung, aber bevor ich jetzt anfange, dahinter zu tigern, ob das und das so richtig sein könnte oder falsch, frage ich mich doch eher, warum will ich es für richtig halten? Warum? Ich habe dafür keine Vorteile. Es sei denn, ich habe große Lust dazu, mich immer auf die Seiten der sogenannten Gerechten zu stellen. Das heißt, ich laufe unweigerlich da ein, wo alle etwas finden, was ich auch finde, und das dann auch für richtig halten und alle anderen niedermetzeln, die das einfach gerade mal nicht finden. Nun, ich würde mal sagen, ich achte sehr darauf, dass ich auf der Seite derer stehe oder dass ich zu dem Club gehöre, die sagen so, wir wandeln hier alles in Kristallenergie um. Was immer ein Mensch vorher getan hat, mir egal, Hauptsache er bringt es jetzt in die Kristallenergie. Und das setzt aber ein hohes Maß an Bewusstsein voraus. Und jetzt frage ich mich, wenn man sich jetzt mal das Denken der Menschen so ansieht, da habe ich so immer die Idee gehabt, das ist ja fast wie bei einem Goldschürfer. Ein Goldschürfer bewegt mehrere hundert Kilo Schlamm am Tag und wäscht da diesen Schlamm aus und dann in der Hoffnung, da mal so ein paar Fitzelchen Gold zu finden. Er kann fündig werden. Aber wie ist das mit unseren Gedanken? Ist das eventuell genau das Gleiche? Das heißt, ich denke, was weiß ich, 120.000 Gedanken am Tag. Aber nur ganz wenige öffnen mir die Tür zu dem, was ich haben will. Aber viele andere von den Gedanken, die man so am Tag hat, versperren einem genau die Türen, wo man durch will. Ja, und wer denkt nun, das sind wir meistens. Also, was heißt meistens, das sind wir. Und wer hat nun eigentlich gesagt, dass du dich andauernd auf das Gewäsch der anderen einlassen musst? Wie wir gesehen haben, ist das Leben veränderlich. Wie wir wissen, ist das Leben wandelbar. Und kein Mensch bleibt derselbe Mensch, der noch vor 20 Jahren gewesen ist. Und gegen diese Veränderung kannst du dummerweise nicht protestieren, denn das Leben ist äußerst wandelbar. Ja, aber was ist, wenn du jetzt alles in die Kristallenergie bringst? Alle 10 Minuten, alle Viertelstunde, was hindert dich? Ich meine, gut, es wäre natürlich prima, wenn jetzt ein Chirurg, der da am OP-Tisch steht, jetzt erstmal sich darauf konzentriert, dass er, sagen wir mal, das Herz oder die Lunge oder was auch immer er da operiert, jetzt erstmal vornehmlich darauf sich konzentriert. Aber irgendwann ist die OP ja auch vorbei. So, und jetzt hoffen wir, alles in Kristallenergie, dass das jetzt wirklich gut ist. Was hindert dich denn? Und was hindert dich, wenn du krank bist, immer zu denken, ja gut, ist jetzt gerade ärgerlich, da hat sich viel zu viel vor mir gestellt und aufgetürmt, aber ich bringe das alles jetzt in die Kristallenergie und weiß, dass es geändert wird. Ich hoffe das nicht mehr. Und wenn die denn alle wirklich so gerne eine Veränderung wünschen, ja, warum denn dann nicht auf einem Weg, der nun garantiert, dass es auch wirklich gut läuft? Kristallenergie ist einfach vollkommen. Und sie bringt alles in Vollkommenheit. Nämlich aus der Vollkommenheit, aus der wir kommen. Und dann gibt es Menschen, die sich wahnsinnig tief irgendwo fest eingegraben haben. Die sich richtig in die Patsche gesetzt haben. Aber das haben sie ja nicht ohne irgendwas gemacht, ne? Sie bekamen einiges dafür. Sie bekamen hohe Ehren. Besonders bei uns hier auf der Welt. Sie bekommen, was weiß ich was, die Königskrone aufgesetzt, sie bekommen die Kaiserkrone, sie bekommen die Gebietvergrößerung, sie bekommen, die können Kriege führen, gewinnen Länder dazu und alles ist toll und alle Goldmünzen und alle Münzen sind dann sind geprägt mit ihrem Konterfei und was weiß ich was alles. Nur sowas macht Spaß, klar. Bis es dann mal irgendwann zum Zeitalter kommt, ne? Und dann müssen wir das Ganze nämlich wieder zurückgeben. Und dann? Was hast du denn wirklich dann für dein Land getan? Was hast du deinen Untertanen denn wirklich erzählt? Was hatten denn die Untertanen für Chancen, um sich zu entwickeln? Immerhin gabst du dir die Rechtsprechung in Auftrag. Also was genau verhieß das denn jetzt? Nun, für die Frauen meistenteils nichts Gutes. Nie. Das war nie gut. Immer war uno sono demandum. Also ganz egal, wie zerstritten wir ein Land waren.
Ganz egal, wie zerstritten die Länder untereinander waren. Sie waren sich einig, das und das, die und die Bevölkerungsgruppe, auch die mehrheitliche, vornehmlich die, der sie ihr eigenes Leben verdanken, war zunächst einmal schlecht. Darauf einigten sich die Menschen jahrhundertelang. Die Araber, so zerstritten sie auch waren, untereinander. Die Kämpfe, die Stammeskämpfe, die tobten da ja auch. Aber in einem waren sich alle einig: Die Frauen spielen zunächst einmal die unterste Rolle und sind dazu da, alles wieder aufzuräumen. Und natürlich kann man sie verprügeln, und natürlich kann man sie verkaufen, und natürlich kann man sie verstümmeln, das passiert in Afrika. Und dann, also, dass sie auch ja kein Spaß im Leben haben. Ja, aber ein so beschränktes Denken finde ich nur dann, oder also wirklich verschranktes Denken finde ich nur dann, wenn ich wirklich überall meine Gedanken ins Aus katapultiere. Und das liegt immer noch an dir. Du kannst nicht zulassen, dass dein eigenes Denken so aufgeweicht, so kaputtgehauen, so vergewaltigt, so geschändet und so geschmerzt wird, wie das, was hier auf der Welt praktisch überall passiert. Und ich bin der Meinung, dass wir mal gelegentlich damit aufhören sollten. Auch wenn das den Menschen hier nicht passt. Als ich vorhin recht deutlich sagte, jetzt aber pronto, aber auf der Stelle, los jetzt, Abmarsch, ab in die Kristallenergie. Ohne dass man da großartig noch irgendwelche heiligen Bilder aufstellt und ohne dass man noch irgendwelche Leute für heilig erklärt, ohne dass man anfängt, ja, genau so will ich sein. Herr Gott, und zugenäht nochmal alles in der Kristallenergie. Denn ob jemand mal gut gewesen ist oder nicht, ja, mein Gott, nochmal, woher soll ich das wissen? Ich war nicht dabei, ich kenne sein Leben nicht, ich weiß nicht, warum und wieso er das und das gedacht hat. Ich kann darüber nicht diskutieren. Und noch etwas. Es geht mich nichts an. Ich habe nicht das Recht dazu, irgendjemanden aufgrund seiner Entscheidungen zu kritisieren. Und aufgrund seiner Ansichten zu kritisieren. Aber anschauen, wohin mich das denn wohl bringt, wenn ich das und das für wahr halte, ja, das darf ich aber wohl sehr wohl. Und das darfst du auch, das kann jeder. Ich bringe dich, wie ich hoffe, dazu, dein Dual besser kennenzulernen. Das immer wieder versucht, dich also aus dieser ganzen Patschen herauszuholen und immer wieder versucht, dich davon abzuhalten, für andere Menschen die größte Katastrophe zu bedeuten, weil du sie in irgendwelche Abgründe führst, aus denen man später nur schwer rauskommt. Und natürlich hängen da alle, die du vorher mit Freude bedient hast, mit Klauen und Zähnen an dir fest. Und die wollen dich auch nicht loslassen. Warum auch? Aber ich höre in irgendwelchen Fernsehpredigten immer, dass dich irgendein Teufel ja zurückhalten will und irgendein Teufel will dich ja verführen und irgendein Teufel will dich ja, was weiß ich, was drangsalieren. Was heißt hier irgendein Teufel? Moment mal, also jede Energie hat eine Energiequalität. Das heißt, sie dient einer höheren oder besser gesagt einer vollendeten Idee. Und jetzt kann ich mir doch überlegen, was in aller Welt dient dem, was ich hier sage. Nun, ich hoffe doch vornehmlich, dass viele Menschen sagen, na gut, ich mag die jetzt nicht unbedingt, die mir das jetzt sagt, das ist nicht unbedingt nötig, aber ich verstehe, dass ich alles in die Kristallenergie bringen kann. Unabhängig, was ich jetzt von einem einzelnen Menschen jetzt halte. Und das können Menschen untereinander auch tun. Gesetzt ihr, du bist mit jemandem verheiratet, den du vor 8 Jahren ganz toll fandst, aber heute hat sich die Begeisterung doch etwas abgekühlt. Und bei ihm, bei deinem Partner geht das genauso. Warum in aller Welt setzt ihr euch nicht hin und sagt, so, jetzt bringen wir alle unsere Probleme, die wir mittlerweile haben, aber wir haben eben auch Kinder, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier klarkommen. Jetzt bringen wir erstmal alles in die Kristallenergie selbst. Punkt. Alles in die Kristallenergie. Kein Gerede, kein Gefasel, kein Gejaule. Ob er wohl wirklich fremd geht, ob sie wohl wirklich fremd geht, hat sie noch einen anderen, hat er noch einen anderen. Wen interessiert das? Netz interessiert nur eins. Schaffst du es mit dem, was du wirklich für dein Leben erwählst, jetzt wirklich eine Harmonie aufzubauen? Und wenn alles sich verabschieden muss, was da eben nicht in diese Harmonie passt, ja, dann raus damit. Wer zwingt dich denn, die alten Klamotten wieder aufzutragen? Keiner. Und das sage ich hier, und es setzt eine gewisse Entschiedenheit voraus und eine gewisse Entschlusskraft. Was hindert dich? Eigentlich Ideen von früher. Gut, aber aus Kinderschuhen kann man auch rauswachsen. Also ich trage nicht mehr die Schuhe, die ich getragen habe, als ich 8 Jahre alt war. Und die Kleider passen mir auch nicht mehr.
Warum mich da reinzwängen? Warum sollte ich unbedingt noch eine Lebensweise verfüllen, die ich vielleicht vor 20 Jahren toll fand? Oder in irgendeiner Weise erfüllte, ohne recht zu wissen, dass ich es tat? Und das ist das, was ich hier sage. Auch wenn ich ganz genau weiß, dass die meisten Menschen da stutzen und sagen, nee, das kann nicht sein und das ist auch alles Traumtänzerei, dann frage ich dich mal, wenn das alles so Traumtänzerei ist, wem folgen denn die anderen? Und wohin bringt euch das? Ja, aber wir müssen doch alle so freundlich sein, wir müssen doch ein Mitgefühl haben, wir müssen doch verstehen, dass die Menschen, dass es den Menschen schlecht geht, die müssen wir doch helfen. Ach ja, die könnt ihr. Klar. Aber gebt ihnen was zu essen, wenn sie Hunger haben, und dann sagt ihm so, jetzt bringst du alles in die Kristallenergie. Also wenn du von mir was willst, kannst du kriegen, aber nur, wenn du sagst, okay, ich bringe alles in die Kristallenergie. Sonst ist dir von meiner Seite aus nicht zu helfen. Das mag diktatorisch sein, das mag dir diktatorisch vorkommen. Es ist aber nicht diktatorisch, weil der andere muss diese Hilfe ja nicht annehmen. Zurzeit kommen sehr viele Menschen also nach Europa, weil sie sich ja ein besseres Leben erhoffen, aber sie möchten bitte ihre alten Traditionen behalten, nämlich genau die Tradition, die ihnen ja das Unglück eingebrockt hat. Und das scheint mir nur wirklich mehr als blöde zu sein. Ja, nun sagte ich ja, bring alles in die Kristallenergie. Pronto, aber sofort. Du hast keine Zeit zu verlieren. Nicht, wenn du mit deinem Leben unzufrieden bist. Aber das ist das Problem. Die meisten Menschen sind zwar nicht glücklich mit ihrem Leben, aber sie sind auch glücklich darüber, dass die Menschen andauernd ihre Ansichten klar machen. Sie sind auch glücklich darüber, dass sie allen Menschen erklären, was sie nun genau machen müssen. Sie sind glücklich darüber, wenn sie anderen Menschen erzählen, was sie doch bitte mal, was sie mal tun und wo denn ihr Denkfehler ist und was weiß ich, was alles. Ich kümmere mich aber nicht um Denkfehler. Wenn es Denkfehler gegeben hat, ja, mag sein, dann ab in die Kristallenergie, da wird es gereinigt. Und das ist eine ziemliche Entschlossenheit und eine ziemliche Entschiedenheit. Aber was für ein? Und eine echte, wie sagt man das, Entschiedenheit ist auch, aber es ist eine große Kompromisslosigkeit. Ich dulde nichts, was diese Entwicklung in die Verbesserung, in die Erhöhung, in die Kristallenergie noch irgendwie duldet. Gar nichts. Und das gibt einigen Menschen jetzt ein etwas blödes Gefühl. Die Frage ist, warum? Wenn du einen Menschen partout nicht leiden kannst, kannst du sicher sein, dass du mit dem eine Affinität hast, aber weil dir eben auch auffällt, dass du so, wie dieser Mensch sich aufführt, du das überhaupt nicht mehr sympathisch findest. Und aus diesem Grund möchtest du das bitte wandeln. Das möchtest du für dich selber, du möchtest das wandeln. Ändern. Mag ja mal sein, dass es das früher mal gegeben hat, aber heute muss es ja nicht mehr sein. Ohne Stress und Panik, ohne irgendwelche Hektik und ohne Vorverurteilung. Und ohne Strafen, Strafe. Nichts da. Komm, Wandel ist in Kristallenergie. Kann ja nicht so schwer zu begreifen sein. Die meisten Menschen machen es sich schwer. Wir könnten es aber auch leichter machen, aber wir müssen zugeben, wenn alles so radikal geändert werden muss und alles so radikal geändert wird, alles neu umgebaut wird, alles neu umstrukturiert wird, ja, dann werden wir wohl einige... Na, es kann mir mal ein bisschen mühselig werden, aber Kristallenergie lässt es auf jeden Fall nicht zu, dass du dabei drauf gehst, im wahrsten Sinne des Wortes. Also man könnte sagen, wenn der Dampf sich dann erhebt, sieht man deinen Körper, der noch lebt. Aber er hat einiges abgekriegt und jetzt mit der Zeit wird alles heil. Nur die alten vergangenen Sachen, die wir so nicht mehr brauchen, die haben ihr Teil. Also sie können in dem alten Krempel dann bleiben. Aber was mich angeht, ich bringe meinen ganzen Krempel, was immer mit mir zu tun hat, so in die Kristallenergie. Ohne irgendwas, ohne diskutieren. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und es wird immer gut. Jetzt gebe ich dir das so mit auf den Weg, weil ich fand das so gerade so belustigend, weil es wurden immer weniger Abonnenten. Da dachte ich, was haben die Lust dagegen? Das alles in die Kristallenergie zu bringen. Sie ist ja schließlich für jeden da. Ich sage ja, es ist unabhängig von Nationalität oder Ethik oder unabhängig von Religion oder ähnliches. Du musst ja nicht mehr an Gott anbeten. Es reicht vollkommen aus, dass sie für alles in die Kristallenergie haben. Dann haben wir es ja. Also, ich danke fürs Zuhören. Ich habe es jetzt ein bisschen eilig, ich muss gleich weg. Also, bis dann.
Alles Gute. Bis dann. Tschüss.